Egge, du guckst so interessiert. Hast du auch schon mal getindert? Nee. Aber ich habe mal Leute kennengelernt, die haben sich so kennengelernt. Ja. Das habe ich dann gar nicht verstanden. Ich weiß, was das ist, aber mehr weiß ich auch nicht. Ja. Und unser Eins könnte ja sowas sowieso nie machen, weißt du? Ja. Ne? Ja. Wobei, du könntest ein anderes Foto nehmen. Ja, aber dann kommt doch keiner. Ach so, ja, du keiner. Hast recht. Bist du da muss ich schon mal ein Foto nehmen. Ich frage jetzt einfach mal, weil ich schon gemerkt habe, du bist unruhig. Herr Wulff, sind Sie nicht auch Single zurzeit? Ich bin Single und habe ja den Vorteil, dass das alle wissen. Von daher muss ich. Die Zuschriften kommen von alleine an Sie. Von daher muss ich das also nicht über ein Datingportal jetzt sozusagen noch zusätzlich bekannt machen. Die meisten Menschen, denen ich erzählt habe, Christian Wulff kommt in die Sendung, sind ja ein sehr seltener Fernsehgast. Haben spontan gesagt, wie geht's ihm? Jetzt haben wir schon gehört, dass Sie, als Sie gefragt wurden, sind ja jetzt Single, kommen Sie gut damit zurecht? Sie haben gesagt, ja. Aber Sie leben, sind zwar Single, aber nicht alleine, weil Sie leben in einer ganz schönen Männer-WG. Mögen Sie uns da ein bisschen von erzählen? Es ist schön, dass ich als Bonusvater des 16-Jährigen, den 16-Jährigen meiner zweiten Frau bei mir zu Hause habe, der immer zu seiner Mama geht und kann, aber gern bei mir wohnt und der 11-Jährige bei mir wohnt und auch immer zu seiner Mama kann, aber letztlich die beiden bei mir sind und wir da noch ergänzt um zwei Kater jetzt 5 Männer sind und keiner mehr was sagt, wenn wir mal 3 Fußballspiele hintereinander gucken. Also es ist im Moment so eine Aufgabenteilung, dass das wunderbar funktioniert und mal gucken, wäre schön, wenn es so geht. Ganz viel gelernt. Danke schön.